Einen wunderschönen zusammen. Boah, ey Leute, das war nicht lustig. Ich habe eine total beschissene Nacht gehabt. Ich war ständig wach, Durst, kalt, heiß. Es war ätzend. Jetzt bin ich aber wach und naja, zumindest schneit es nicht mehr. Vorhin hat es nämlich schon wieder die ganze Zeit geschneit. Jetzt tut es das nicht mehr. Ich werde jetzt mir erstmal eine schöne Wanne einlassen. Und den Tag so beginnen, bevor ich mir dann überlege, wie ich heute die Challenge angehe mit 3 Akkus fliegen. Mal schauen. Im Zweifel wird es hier in der Wohnung sein, weil was soll ich machen, ne? Ich meine, jetzt gerade schneit es nicht. Wäre okay, aber es ist zum einen saukalt, zum anderen, die Drohnen sind ja nicht irgendwie so außenrum komplett zugebaut. Das heißt, wenn das Teil in Schnee fällt, fällt die Elektronik voll in Schnee. Nicht ganz so geil. Und ich bin nicht so scharf drauf, da ständig irgendwas zu reparieren. Ich bin immer froh, wenn die Teile einfach funktionieren. Deshalb muss ich mir mal überlegen. Wahrscheinlich wird es ein Wohnungsflugtag werden. Ja, aber jetzt erstmal baden. So frisch gebadet und es hat aufgehört zu schneien, zumindest im Moment. Was natürlich dafür sprechen würde, dass ich tatsächlich auch draußen fliegen gehen könnte, aber ich habe es vorhin gesagt, mit der Elektronik und in Schnee, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich erstmal so, um die Finger ein bisschen warm zu bekommen an den Sticks, einen hier drin fliegen definitiv und dann schauen wir mal. Im Moment mache ich mir da auf dem Herd hier mache ich mir gerade Essen. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das Wetter entwickelt und wie sich meine Lust entwickelt, bei dem Wetter rauszugehen. Das ist ja immer noch das andere. Aber ja, prinzipiell, ich habe Bock auf Fliegen und ich habe ja sämtliche Akkus vorbereitet. Das heißt, ich brauche quasi ja nur die Brille aufsetzen und los geht's. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich fliege in der Wohnung, ich kann ja durchaus auch mal probieren, das habe ich tatsächlich bisher noch nicht so wirklich probiert, auch ein bisschen Freestyle-mäßig in der Wohnung zu fliegen, also im Akkumod. Das heißt, ich muss alles wirklich steuern, weil sonst Drohne kaputt. Nein, nicht das, aber es ist halt schwieriger als im Level-Mode. Normalerweise fliege ich im Level-Mode durch die Wohnung. Das heißt, egal was ich an den Sticks mache, sie richtet sich danach auf jeden Fall immer wieder parallel zum Boden aus. Das heißt, wenn ich die Sticks loslasse, die für rechts, links und sowas zuständig sind, dann ist ja auf jeden Fall wieder gerade. Und wenn ich das im Agro-Mode mache, dann ist es halt so und ich lasse den Stick los und sie bleibt so weg. Mal gucken, vielleicht übe ich mal ein bisschen hier drin. Das wäre eine Möglichkeit und wenn ich übe, dann schaffe ich garantiert auch mehr als drei Akkus. Aber erst essen. So, ich habe jetzt alles, was ich so brauche, mal hier reingeschleppt und ich habe mich dazu entschlossen, ich werde tatsächlich den kleinen Fliegen, den ich neulich in schwerster Kleinarbeit selber umgebaut habe, für meine reguläre Funke, ich habe es glaube ich erklärt oder versucht zu erklären, egal, und den werde ich jetzt probieren, hier ein bisschen in der Wohnung zu fliegen. Ich habe 4 Akkus hier, ich glaube einer ist leer, also auf 3 Packs werde ich kommen. Und ich überlege jetzt gerade, fliege ich einen quasi im Angle-Modus, das heißt in diesem stabilisierten Modus, um quasi so ein bisschen reinzukommen, oder sage ich gleich, ach komm, scheiß drauf, mach direkt Acro-Mode, also nicht aggressiv, sondern akrobatischer Modus, weil ohne Übung kommt nichts, also sollte ich lernen. Hallo Cash, hallo. Naja, scheiß drauf, direkt Akku. Das wird toll, das wird crashreich. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo Props liegen.
Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt, auf jeden Fall 3 Akkus geflogen. Ich bin mit dem hier einen geflogen, wobei der in der Wohnung halt echt kacke ist, weil der hat keine Prop Guards, das heißt überall, wo der drankommt, knallt's. So, und dann bin ich jetzt eben gerade nochmal 2 Akkus mit dem geflogen. Der macht halt ein schöneres Bild, sag ich mal, weil er halt intern auf einer SD-Karte aufnimmt. Aber so richtig geil war das nicht. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich doch noch kurz irgendwie mal rausgehe, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Ich würde sagen, für heute habe ich Challenge erfüllt, weil ich habe ja alles gemacht, was ich wollte. Ich bin 3 Akkus geflogen. Mehr will ich heute gar nicht. Ich muss dazu sagen, die Akkus, die ich für den hier habe, die sind alle eigentlich platt. Die gehen nicht mehr wirklich. Ich kann damit noch fliegen, aber die Spannung sackt erstmal dermaßen in den Keller. Die fängt sich dann wieder ein bisschen während dem Fliegen, aber sind nicht wirklich gute Akkus. Ja, so viel technisches Gelaber. Ich ziehe mir jetzt lieber eine Folge Akte X rein. Da habe ich gerade mehr Bock drauf. Jo, was soll ich sagen? Ich habe jetzt ein bisschen YouTube geschaut, also es ist noch nicht mal Akte X geworden. Um ehrlich zu sein, heute passiert nichts mehr. Ich wüsste auch nicht, was heute noch großartig passieren soll, weil ich bin ein bisschen lustlos. So, ich habe meine Challenge heute gemacht, ich bin meine 3 Akkus geflogen. Es waren auch wirklich nur 3, also ich habe noch nicht mal da jetzt übertrieben. Aber gut, was will ich machen, ne? Es ist manchmal so. Manchmal hat man einfach keinen Bock. Heute ist so ein Tag, ich habe keinen Bock. Deshalb mache ich den Vlog heute jetzt schon dicht. Ja, so ist es. Morgen, wenn alles gut geht, das Wetter mitspielt, ich morgen früh einen negativen Corona-Test habe, fahre ich nach Leverkusen und besuche meine Oma im Wohnheim. Das wird dann ein Road-Vlog. Schauen wir mal. Aber heute, ey, seid mir nicht böse, ich habe keinen Bock. Wir sehen uns. Ciao!